auf zum Maschinengott. Jedenfalls schaue ich mal, ob wir da hinkommen. Kann ich Ihnen helfen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe genauso schnell. Ah ja, jetzt gehe ich ein bisschen schneller. Seitwärts gehe ich schneller als vorwärts. Kann man das irgendwie umschalten? Ja. Ist das hier? Jo. Vielleicht müssen wir mit diesen Menschen hier reden. Schauen wir mal. Ich war nie religiös, aber die Kirche des Maschinengottes klingt für mich tatsächlich vielversprechend. Ja, es geht hier nur nirgends so rein. Ne? Der alte Mann sollte eigentlich allein sein. Lassen Sie mich in Ruhe. Vergiss es. Ich hab gehört, du hast Kohle, Opa. Ist das wahr? Hau ab, Opti! Übler Gangster. Ja, keine Ahnung, hier geht's nicht rein. Schade. Ah, aber man kann hier. Ich verschwinde von hier. Doch alle mit dem Kerl. Ach scheiße, das war Edward. Um den Schläger kümmern. Das hat nichts mit dir zu tun. Willst der Nächste sein, was? Hä? Ich bin verwirrt. Ich stelle hier alles auf den Kopf, wenn es sein muss. Wir haben in letzter Zeit nicht viel über diese Taskforce 29 gehört. Oh, shit. Interpol hat sie 28 gelandet, nachdem... Du Sack. Los, los, los! Das war falsch. Ja, das ist ein bisschen doof. Wisst ihr was? Da ich nicht gesaved habe, werde ich mich jetzt mal killen lassen hier. Ah, hier. Also es auf jeden Fall versuchen. Voll die Schießerei ausgelöst. Nein, ich habe mich jetzt killen lassen, weil ich hoffe, dass der irgendwo outgesaved hat, weil ich persönlich nicht gesaved habe und bin gerade ein wenig angepisst. Ich wusste nämlich nicht, dass da dieser Edward ist. Ich weiß gar nicht, ob der schon überhaupt tot ist, von vornherein tot ist oder ob man den retten kann. Und wenn man den retten kann, dann möchte ich das doch gerne tun. So, jetzt sag mir. Hier hast du abgesaved. Da ist schon alles vorbei, richtig? Ja. Scheiße. Und was sagt das mit unseren Quests jetzt? Was hat das... Kann man die Quests nochmal nachgucken? Die gibt's nicht mehr.
doof. Ja gut, dann haben wir die halt versaute Quest. Egal. Da wir jetzt eh bei der U-Bahn-Station sind, das ist ein bisschen bescheuert. Das ärgert mich. Ich hätte ihn retten wollen. Machen Sie keinen Ärger, ja? Papiere, prosim. Das wird langsam echt lästig. Chvilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? OK. Žádný problémy? Tak jo, Augu. Můžeš jít dál. Státní policie je povinná. Pro svou vlastní bezpečnost... Geil. Ich darf sogar hier durch. Das ist ja cool. Ich bin so wichtig. Ist das nicht toll? So. Jetzt stellt man sich irgendwo hier hin. Aber wir schauen nochmal... Wie kann ich auf die Karte... Wieso kann ich nicht auf die große Karte gucken? Das wäre total cool. Egal. Dann reisen wir jetzt irgendwo mal hin. Monumentbahnhof, Palisadenbahnhof, Pilgerbahnhof. Wir sind da unten. Ich reise zum... Monumentbahn. Kriegen sogar eine Sequenz. Der hat ja AUX. Es sind leider immer dieselben. So, nur verschieden hintereinander geschnitten anscheinend. Er braucht ein bisschen zum Laden, der gut. Oh, jetzt ist er, hat er einen Riesensprung gemacht. Aber das verkörpert jetzt nochmal schön die, die Zugreise. Ja, so langsam. So langsam. Mal. Fast geschafft. Er hat's geschafft. Oh. Hey Opti, was soll das denn? Dieser Zug ist für Natürliche. Los, zeigen Sie mir mal Ihre Papiere. Ja, yeah, es ist alles in Ordnung. Hübsch, aber Sie müssen sich trotzdem an die Regeln halten, klar? Der Bereich für Natürliche ist tabu für Sie. Gehen Sie. Ja, gut. Das, ach, wegen Naturals. Ah. Was ist das? Ah. Ah, ich habe meinen eigenen persönlichen Bereich. Ja, das ist ja nett. Ja, das ist ja, Hier ist alles ruhig.
Ja, woran erinnert mich das bloß? Lächerlich. Gut, dann gehen wir hier, komm, wir gehen mal für Optis hier. Hübsch. Das ist sehr geil. Also ich habe bei wenigen Spielen habe ich das Gefühl, dass man wirklich mal aus so einem U-Bahn-Tunnel in eine Stadt kommt. Man kann auch Russisch lernen hier. Controlla papira augu. Ja? Das kann man dabei lernen. Aber nein, was ich sagen wollte, ich fand es sehr geil. Also man hat wirklich das Feeling, man kommt in eine Stadt hoch. Es ist sehr, sehr cool. Sehr interessant. Ja, wo sind wir eigentlich? Das wäre ganz interessant rauszufinden. So, hier hätten wir aber, hier hätten wir was, wo wir rumlaufen können. Das heißt, wir könnten hier lang. Wir gucken in die falsche Richtung, müssen also in die andere Richtung. Und dann laufen wir einmal hier rum. Da müssten wir auch an der anderen U-Bahn-Station vorbeikommen. Kein Problem. Und? Perfekt. Moment, noch eins. Wie cool. Wie sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. Auf jeden Fall. Wir müssen da lang, aber da ist irgendwie Alarm. Da steht ein Alarmzeichen. Ich werde in der U-Bahn immer ein bisschen nervös. Ich bin ungern unter der Erde gefangen. Sie werden wegen allem nervös. Wir hatten schon genug Ärger. War mir Vergnügen. Wieder. Ich mag die Nähe zu Shekashka nicht. Ich habe Angst, dass mir was passiert. Seien Sie nicht albern. Armut ist nicht ansteckend. Nein, das nicht. Aber die meisten Leute Technomucke. Die Stadt geht vor die Hunde. Aber den Kerl in der Bank. Aber diese Tabo Security macht mir Angst. Das wäre der Marktplatz. Nee, für uns geht's noch ein Stückchen. Warte mal, ist das nicht... Nee, das wäre schon hier. Er hatte Papiere und alles, aber hallo? Die Polizei hat ihn trotzdem rausgezogen. Hallo? Wo warst du? Drei Personen hinter ihm. Er hat sich gewehrt. Dann haben sie ihm einen Elektroschock verpasst. Ich sehe ihn doch. Zwei Mini-Lager-Keypad und ein Gullidöckel dorthin, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Und wie? Links rum. Da gibt es sogar auch Geschütze und so einen Scheiß. Kann man ja mal mitnehmen. Wie ich dir immer sage, Wagen, in der alten Heimat sind die Menschen echter. Sie haben Respekt voreinander. Wenn dir jemand was zu sagen hat, sagt er es dir ins Gesicht. Höflich. Das ist... Was ist denn? Hau ab, Techno. Wir haben geschlossen. Oh, er ist nicht hier, um zu spielen, Wagen. Oder? Sind Sie Ota? Ich bin Herr Botkovelli, ja. Und wer bist du? Ich bin hier im Namen einer beteiligten Drittpartei. Hast du das gehört, Vano? Unser Gast ist sehr verschlossen. Vorsicht ist immer gut, wenn man nicht genau weiß, mit wem man es zu tun hat. Das stimmt. Bringt aber manchmal auch Probleme mit sich, die mit etwas Offenheit vermeidbar gewesen wären.
Wenn keiner der Beteiligten kompromissbereit ist, kann es keine befriedigende Einigung geben. Ich möchte jedes Missverständnis vermeiden. Gut. Und da du meinen Namen kennst und bestimmt noch mehr über mich weißt, solltest du dich ein bisschen vorstellen. Ich bin bei Interpol, aber ich will keinen Ärger machen. Organisiertes Verbrechen ist nicht mein Ressort. Ich soll die Lieferung abholen, die sie Vaclav Koller vorenthalten. Vano, sieh mal. Der einzige ehrliche Polizist in Prag. Koller muss dieses Ding dringend brauchen, wenn er jemanden wie dich schickt. Ich verrate dir, was ich ihm gesagt habe. Nein. Er bekommt den Kalibrator nicht. Und du auch nicht. Warum? Deals mit Optis sind schlecht fürs Geschäft. Auch wenn das einige in dieser Organisation noch nicht begreifen. Koller hat mich nicht geschickt. Ich bin freiwillig hier. Nachdem er mir seine Lage erklärt hatte. Er klang, als bräuchte er Hilfe. Aber eigentlich mache ich das für mich. Ich brauche Reparaturen. Und dafür braucht Koller den Kalibrator. Dieser Mann ist unfassbar, Vano. Er glaubt an Ehrlichkeit. Aber jetzt will ich wissen, was er für andere tun würde. Dann sag mir mal, mein Herr, wie weit du gehen würdest, um einen Freund in Not zu helfen? Okay, Das kommt auf die Situation an, meinen Sie nicht? Vielleicht bist du zu vorsichtig. Aber Vorsicht kann auch eine Tugend sein, nicht wahr, Vano? Wir sollten abwarten. Ich sag ihm immer wieder, dass man mit einem einfachen Gespräch viel erreichen kann. Ich gebe dir den Kalibrator. Danke. Und was wird er mich kosten? Hör dir diesen Mann an, Vano. Er hat, was er will und traut dem Braten trotzdem nicht. Was machen wir mit so einem? Was er kostet? Einen Gefallen. Was für ein Gefallen? Keine Sorge, das sag ich dir rechtzeitig. Es wird nicht wehtun. Zumindest nicht dir. Was sagst du? Haben wir einen Deal, Herr? Jensen, wir haben ein Deal. Ausgezeichnet. Oben in meinem Büro ist ein Safe, dort findest du Kollers Kalibrator. Viel Spaß damit. Ich melde mich. Ja, gut. Dann gehen wir oben im Safe mal gucken. Er will einen Gefallen. Ich muss den ja nicht... kommt als nächstes. Als ein augmentierter Passagier sich Zugang zum Cockpit verschaffte und die Crew brutal ermordete. Ist das das jetzt, was ich... Kalibrator. Kalibrator. Okay, Koller, ich habe Ihren Neuroplastizitätskalibrator. Sehr gut! Ich werde Sie für die Optimierung vormerken, sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe. Welchen Hausbesuch? Ich habe da diesen anderen Kunden und der wartet nicht gern. Ich auch nicht, Koller. Rufen Sie mich an, wenn Sie bereit sind. Vergessen können. Ich bin Eliza Kassan mit einem Landbericht.
Zirrele Pagode. Wenn er aufmuckt, stutzen wir ihn zurecht. Stört das wen? Was ist, wenn ich mir eine Krankheit hole? Archivierte Informationen stehen außerhalb der legalen Zuständigkeit sämtlicher Regierungen. Garantierte Anonymität. Die Palisade Bank Corporation. Я говорю, наружу только до сквозь. Herr Nicolazze ist ein großartiger Mann. Diese Familie. Was ist Ihr Problem? Jetzt habe ich natürlich wieder mal gar keinen Plan, wo ich bin, aber damit könnte ich den komplett den Strom ausschalten, wenn es sein muss. Gut. Ich weiß nicht, ob ich meine Seele jetzt gerade verkauft habe. Suppe. Ich frage mich, ich habe gar keine meiner Plantate irgendwie drin. Wie konnte ich die denn nochmal reintun? Ach scheiße, die habe ich mir jetzt nicht mal freigeschaltet? Scheiße. Ich brauche jetzt mehr Praxis, sonst kann ich nicht mehr durch Wände gucken. Interessant. Wo sind wir eigentlich? Wir sind da unten rausgekommen. Sagen, dann gehen wir einfach mal hier oben zu unserem Hauptquartier. Wir kommen jetzt nochmal an der Technomucke vorbei. Okay, in Ordnung. Ich beobachte Sie. Gehen Sie durch. Sir. Mit den falschen Armen in seine Brieftasche. Entschuldigen Sie, wenn Sie mir sagen, wie ich zur Nummer 33 komme, haben Sie sich verirrt. Was passiert? In der Kanalisation. Lächerlich. Ja, wir laufen auch richtig. Ja, wir können auch den richtigen Eingang nehmen. War doch das Geschäft. Dass das wieder passiert. Dieses verdammte Golem City. Wenn du reinkommst, was ist los mit Ihnen? Ich muss diesem Kunden eine helfen. Ganze Woche. Erledigen Sie ruhig noch was und kommen Sie später. Hm.
Wir haben eine Zugangskarte für den Aufzug. Alex, dieser Flüsterchip, ist der leicht zu verstecken? Du bist unterwegs zu TF-29, jetzt schon? Unsere Feinde schlafen nicht, während wir uns unsere Wunden lecken. Okay. Auf dem NSN-Motherboard muss ein Datenport sein. Greif darauf zu und dann Plug and Play. Oder in dem Fall, Plug and Record. Verstanden. Ich melde mich, wenn's erledigt ist. Ich bin's doch nur, der Jensen. Hey! Wir haben zwei. Jetzt kann ich endlich lernen, dass ich wieder durch Wände gucken kann. Das muss ich ganz, ganz schnell wieder skillen. Shooting Range. Da will ich mal hin. Ne, da brauche ich eine Zugangskarte. Ziemlich überfüllt hier. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Auf Ebene 2. Na gut. So viele Leute arbeiten in dem Antiquitätsgeschäft. Ja, ja. Adam, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass Sie okay sind. Hallo, Aria. Ja, es war ziemlich knapp. Ich hatte Glück. Viele andere nicht. Ich habe hier gearbeitet, als die ersten Berichte reinkamen. Chaos, klingelnde Telefone, schreiende Menschen. Alle wollten wissen, was passiert war, als Miller sagte, dass sie dort sind. Ich bin okay. Gut. Suchen Sie ihn? Er hat nämlich gerade zu tun. Konferenz mit Leon, glaube ich. Wirklich? Er benutzt gerade das NSN? Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, ach ja, das hier ist für Sie. Was ist das? Die Karte für den Schießstand. Cheng hat heute früh alle Codes geändert, weil nur Leute Zugang haben sollen, die er selbst überprüft hat. Der Anschlag hat ihn panisch gemacht. Der dritte in 6 Monaten, ist das zu fassen? Ich bin wirklich froh, dass Sie okay sind. Danke, Aria. Dann überlasse ich Sie mal wieder Ihre Arbeit. Ja, ich gehe lieber wieder runter. Das wird ein harter Tag. Kommen Sie vorbei, wenn Sie reden wollen. Verstanden. Ja, wir könnten jetzt eine Schießstandkarte, das können wir aber auf dem Rückweg machen. Eigentlich hier müsste unser Mr. Chang hier sein. Ne, Jim Miller. Müssen wir Jim? Ich glaube, Sing ist süchtig nach Adrenalin. Ja, weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Ja. Diese Leute können genauso gut Geister sein. Nee. Gehen wir zum Schießstand. Ups. Ja. Wissen wir immer noch nicht, wer die Typen waren, die den Einsatz in Dubai gesprengt haben? Ups.
Kommt da jetzt ein anderer Jensen und klaut mir meine Sachen?